Seit gestern sind wieder Tausende von Menschen auf dem Wege zum Erlanger Berg. Die Eröffnung war gestern durch Oberbürgermeister Siegfried Balleis. Es gab den Anstich und natürlich das traditionelle Freibier dazu. Seit heute Morgen sind Fahrgeschäfte, Zelte und Bierkeller wieder Dreh- und Angelpunkt für Jung und Alt. Rund 1 Million Besucher werden heuer zur Bergkirchweih erwartet. Jede Menge cholesterinhaltige Genüsse wollen verzehrt werden. Dem ersten Ochsen werden noch 11 weitere folgen. Alle stammen sie von fränkischen Bauernhöfen. Rund 6000 Hektoliter Bier fließen durch die Kehlen, wobei der Preis für die Maß heuer nochmals knapp unter 10 Mark liegt. Mit 5 Schlägen zapfte Oberbürgermeister Balleis gestern Abend das erste Fass Festbier an und eröffnete dann die 241. Erlanger Bergkirchweih. Herr Oberbürgermeister, wie oft haben Sie jetzt geübt eigentlich? Also ich habe überhaupt nicht geübt, mit einer Ausnahme als Kandidat vor genau einem Jahr auf der Erlanger Bergkirchweih habe ich schon mal das Fass angestochen, damals im Wettbewerb zu meiner Mitbewerberin Gisela Niklas. Viel politische Prominenz war in den Endlerskeller gekommen, darunter auch die Oberbürgermeister aus Nürnberg und aus Fürth. Werden Sie die Gegenbesuche dann auch abstatten? Selbstverständlich. Also ich habe mich riesig gefreut, dass die beiden Kollegen, sowohl der Herr Scholz als auch der Herr Wenning, spontan gesagt haben, jawohl, Sigi, überhaupt kein Thema, da kommen wir. Und wir haben umgekehrt in der Tat schon vereinbart, einmal beim Herbstvolksfest, dass ich dann da bin, dann beim Altstadtfest und natürlich bei der Fürther Kerwa, beim Erntedankfest. Das ist alles schon fest im Terminkalender eingetragen. Trotz Bergkirchweih, der neue Rathauschef will, dass in der Stadtverwaltung weitergearbeitet wird. Manche haben mich schon gescholten aus dem Rathaus, weil ich nämlich für den nächsten Dienstag Mittag um 1 einen wichtigen Termin angesetzt habe, weil ich sage, trotz Berge, ich war ja ein bisschen Dienst, muss schon noch weitergehen. Er gehört einfach zum Berg dazu. Erhard Königsreuter, genannt der Bergkönig, ein echtes Erlanger Original. Für die etwas Jüngeren hat der Schaustellerverband ein paar waghalsige Fahrgeschäfte aufgebaut. Allerdings sind die Preise von bis zu 6 Mark pro Person ganz schön gesalzen. Wer es lieber gemütlicher haben will, bitte schön, wie wär's mit einer Fahrt im Riesenrad? Über 500 Bewerbungen von Schaustellern gab es im Vorfeld der Kerwa. Aus Platzgründen sind aber nur knapp 100 Fahrgeschäfte und Buden berücksichtigt worden. Bei den Sanitätsstationen ging es am Anfang noch recht ruhig zu. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen aber, dass die medizinische Abteilung am Pfingstwochenende erheblich mehr zu tun haben wird.